Wir müssen handeln. Jetzt machen Sie bitte weiter mit. Es geht um uns alle. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet auf Straßen und Plätzen, überall dort, wo sich viele Menschen begegnen. Halten Sie Abstand, reduzieren Sie Ihre Kontakte auf ein Minimum. Es gilt 5 Personen aus 2 Familien. In Gegenden mit 7-Tage-Inzidenz von über 200 gelten Ausgangsbeschränkungen. Informieren Sie sich. Alle Maßnahmen und weitere Informationen im Internet. coronavirus.sachsen.de. Brauchen Sie noch einen Weihnachtsbaum? Lebensräume hat ihn schon. Lebensräume hat sowieso die besten Bäume. Nicht alt, sondern wieder frisch, direkt aus dem Wald. Das Hoyerswerda Weihnachtsbaum schlagen an diesem Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr im Wald am Scheibesee. Vom Parkplatz an der Hoyerswerda Seite geht's ins Weihnachtsbaumparadies. Dort warten tolle Exemplare und Stärkungen to go auf Sie. Der Weihnachtsbaum zum Weihnachtstraum. Samstag und Sonntag vom Scheibesee mit Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Gratismonate sichern. Nur für kurze Zeit. Auf pure.com. Der Weihnachtsmann der Lebensräume, der hatte dies Jahr tolle Träume. Ein Bus soll's sein. Schnee ist nicht da, bunt beleuchtet, wunderbar. So rollert er nun durch die Stadt, fährt auf und fährt auch ab. Der Weihnachtsmann, der fährt Robur. Sie können ihn sehen, täglich ab 17 Uhr. Fotografieren Sie ihn doch einfach und schicken Sie Ihr Foto bis zum 20. Dezember per Mail an die Lebensräume oder kommentieren Sie den entsprechenden Aufruf im Internet mit Ihrem Bild. Unter allen Einsendungen verlost die Genossenschaft 3 Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro und 10 der beliebten Lebensräume-Fanpakete. Die Route der Tour finden Sie im Internet unter lebensräume-hy.de. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Das Team der logopädischen Praxis Schreiber sagt Danke für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen Patienten sowie den Ärzten und Schwestern eine glückliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Logopädische Praxis Schreiber. Auch im neuen Jahr die Spezialisten zur Behandlung von Sprach-, Stimm-, Sprech- und Schluckstörungen. Hoyerswerda Altstadt, Schulstraße 15 im Haus der Konrad-Zuse-Akademie und in Königswartha, Kastanienring 31. Herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Donnerstag, dem 17. Dezember. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wie gewohnt starten wir unsere gemeinsame halbe Stunde mit Nachrichten vom Tage. Das Klinikum Niederlausitz beschäftigt rund 1200 Mitarbeiter an 2 Standorten. Das bisher kommunal geführte Krankenhaus soll teilprivatisiert werden. Mehr dazu und weitere Neuigkeiten aus der Region haben wir jetzt für Sie. Der Kreistag des Landkreises Oberspreewald-Lausitz entscheidet heute über den Verkauf von Anteilen am Klinikum Niederlausitz. Mit der Sana Krankenhausgesellschaft und dem Karl Thiem Klinikum aus Cottbus stehen je ein privater und ein kommunaler Bewerber zur Auswahl. Sowohl das Cottbuser Krankenhaus als auch die Sana sind in der Region keine Unbekannten. So betreibt die Sana bereits in Hoyerswerda das Lausitzer Seenlandklinikum und in Cottbus ein Herzzentrum. Schon seit längerer Zeit befindet sich das Klinikum Niederlausitz mit seinen beiden Standorten Senftenberg und Lauchhammer in wirtschaftlicher Schieflage. Eine drohende Schließung wegen Insolvenz konnte bislang durch das finanzielle Engagement des Landkreises vermieden werden. Das Klinikum Oberlausitzer Bergland in Zittau stößt bei der Behandlung von Corona-Patienten an seine Grenzen.
Von den 100 eingerichteten Betten zur Versorgung der Covid-Erkrankten seien in Spitzenzeiten bereits 85 belegt, so Dr. Matthias Mengel, ärztlicher Direktor des Krankenhauses im Rahmen eines Bürgerforums. Allerdings sei wegen zunehmender Personalausfälle die Kapazitätsgrenze mittlerweile unter 100 Betten gesunken. Dem Vorwurf einer sogenannten Triage, das heißt einer Patientenauswahl für bestimmte Behandlungen, tritt Mengel entschieden entgegen. Alle Patienten, die in unsere Krankenhäuser kommen, erhalten die bestmögliche Therapie, so der Klinikdirektor. Im Falle des Erreichens von Grenzen zur Aufnahme von Patienten in unseren Corona-Stationen würden diese an die umliegenden Krankenhäuser ausgeflogen, so Mengel weiter. Hierzu stehen die Leitstellen im engen Austausch. Ab sofort können Menschen über 60 Jahre sowie Risikopatienten auch in den brandenburgischen Apotheken 3 kostenfreie Corona-Schutzmasken erhalten. Dies gab jetzt die Landesapothekenkammer Brandenburg in einer Pressemitteilung bekannt. Der Präsident der Landesapothekenkammer, Jens Dobert, bittet um Geduld, da ein Großteil der Masken aus Nicht-EU-Ländern kommt und daher noch ausreichend geprüft werden muss. Somit kann es noch in einigen Apotheken zu Engpässen kommen, wird weiter mitgeteilt. Das sächsische Oberbergamt hat die Änderung des Rahmenbetriebsplans für den Steinbruch Bernbruch genehmigt. Sie umfasst die Erweiterung der Anlage um eine zusätzliche Linie zur Herstellung von Feinsplit. In einer Nebenbestimmung wird festgelegt, dass der Betrieb des Vorbrechers und der Bahnverladung nicht in der Nacht stattfinden darf. Damit, so das Oberbergamt, sei den in einer Stellungnahme vorgebrachten Bedenken der Stadt Kamenz Genüge getan. Das Vorhaben der Natursteinwerke Weiland GmbH war insbesondere in den Ortschaftsräten von Bernbruch und Brauna auf Kritik gestoßen. Beklagt wurden starke Erschütterungen, Rissbildungen, Lärm, Staub und Schmutzbelastung. Laut Oberbergamt hingegen werden alle Grenzwerte zuverlässig eingehalten. In neuer Form wird das traditionelle Gansabbrennen des SV Aufbau Deutsch-Baselitz in diesem Jahr stattfinden. Jeder kann individuell vom 20. Dezember bis 3. Januar die 5-Kilometer-Runde um den Deutsch-Baselitzer Großteich absolvieren, informiert der Verein. Dabei ist es egal, ob er zu Fuß, mit Hund, Kinderwagen oder per Fahrrad unterwegs ist. Am Ziel kann sich der beliebte Urkundenstempel abgeholt werden. Dazu wird am Eingang des SFZ eine Stempelbox deponiert. Neue Teilnehmer, die ihre Kontaktdaten vor Ort hinterlassen, bekommen ihre Teilnahmeurkunde zugeschickt. Mit dieser Aktion möchte der Verein zusätzliche Spenden für krebskranke Kinder und deren Familien sammeln und damit den Verein Sonnenstrahl e.V. unterstützen. Als Spendenbox steht dafür ebenfalls in diesem Zeitraum der geschmückte Aufbau-Weihnachtsbus am Eingang des Sport- und Freizeitzentrums bereit, so der Sportverein aus Deutsch-Baselitz. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MBH, Schulstraße 15 in 029 77 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Der Fahrradhändler Bikepoint in Hoyerswerda ist umgezogen. Seit Montag sind am neuen Standort zumindest Reparaturen möglich. Wir trafen uns mit dem Inhaber Stefan Wiesner, um mit ihm über den neuen Standort zu sprechen. Eine feierliche Neueröffnung gab es zwar nicht. Dennoch zeigt sich der Bikepoint Hoyerswerda in neuem Glanz an einem neuen Standort. Nach 4 Wochen Schließzeit für den Umzug haben sich die Pforten am Montag auf der Straße E im Industriegebiet geöffnet. Allerdings können die 1400 Quadratmeter Fläche noch nicht voll genutzt werden. Zwar sind im Verkaufsraum jede Menge Fahrräder ausgestellt, doch können diese nicht verkauft werden. Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist nur die Werkstatt des Fahrradhändlers offen. Inhaber Stefan Wiesner hatte schon länger den Wunsch, seinen Bikepoint zu vergrößern. Dafür musste allerdings erstmal ein neuer Standort her. Wir haben schon seit längerem ein Grundstück gesucht. Wir haben
aufgrund der wachsenden Des wachsenden E-Bike-Interesses mehr Fläche benötigt. Wir müssen immer mehr Ware vorhalten, weil der Lieferant im Grunde keine Lagerkapazitäten mehr für die Händler bereitstellt, sondern der Händler darauf angewiesen ist. In der Stadt und der Umgebung gab es jetzt nicht so viele Flächen, die für den Einzelhandel attraktiv sind. Wir wollten natürlich auch nicht irgendwo zu weit ausweichen, um für unsere Kunden erreichbar zu bleiben, und sind dann mit der Stadt relativ schnell ins Gespräch gekommen und fanden den Standort hier sehr attraktiv und konnten uns hier entwickeln. Vor einem Jahr dann begann die Konzeption für den Laden. Man hat Bauanträge gestellt und es wurde sich an die Planung gemacht. Trotz Corona konnte der Bau weitestgehend problemlos Mitte des Jahres beginnen. Doch was bietet der neue Standort jetzt für den Kunden? Für uns ist natürlich wichtig, wir haben genügend Parkplätze schaffen können, haben eine gute Anfahrtsmöglichkeit. Wir haben im Außenbereich haben wir eine Probefahrtstrecke schaffen können, die noch nicht ganz fertig ist, aber die wir noch fertigstellen werden. Dass, wenn auch Kinder bei uns Probe fahren, sie nicht mehr auf die Straße müssen, dass wir die Sicherheit gewährleisten können. Wir können wesentlich mehr Fahrräder anbieten auf der Fläche, als es vorher in dem alten Laden möglich war. Wir haben das Werkstattteam von 4 Leuten auf 8 Leute aufgestockt, weil das Werkstattaufkommen sehr, sehr hoch war und sehr, sehr lange Wartezeiten entstanden sind. Rundum passt für uns hier hinten alles. Gucken, wie die Saison anläuft, und dann schauen wir weiter. Die Baukosten für das Grundstück und den Bau belaufen sich auf knapp 1,5 Millionen Euro. So neigt sich ein hartes Jahr mit Lockdown und Umzug nun doch positiv für den neu eröffneten Bikepoint dem Ende. Wie ist denn im Großen und Ganzen Ihr Fazit für 2020? Ja, im Großen und Ganzen ist es für uns eine lange Saison gewesen, ein ziemlich schwieriges Jahr mit einem Lockdown, und dann waren wir dann auf einmal als Fahrradwerkstatt doch systemrelevant. Das Fahrrad, insbesondere auch das E-Bike, trat nochmal besonders in den Fokus. Ich möchte mich im Grunde bei allen Kunden bedanken, die uns die Stange gehalten haben. Ich möchte mich allerdings auch wirklich in diesem Falle entschuldigen für die Leute, die unzufrieden mit uns waren aufgrund der Wartezeiten. Und uns hat auch manchmal auch die Manpower gefehlt. Es gab dann eben auch Krankheitsfälle, positive Fälle bei uns, und wir konnten nicht alles so schaffen, wie wir es wollten. Wir hoffen, dass wir hier alle zusammen einen guten Neustart haben. Und ja, Dank und Entschuldigung zugleich für 2020. Wir wissen noch nicht, was 2021 uns bringt. Aber wir hoffen, dass jetzt auch alles so zur Zufriedenheit ist, wie sich das alle vorstellen. Der Sportclub Hoyerswerda hat neben seinen bewegten Adventskalender auch die Aktion Gesundheitskilometer gestartet. Um was es sich dabei handelt und weitere Neuigkeiten aus der Region haben wir jetzt für Sie. Während des Lockdowns ist es nicht möglich, im Sportverein oder im Fitnessstudio Sport zu machen. Deshalb gibt es jetzt vom Sportclub Hoyerswerda 2 Möglichkeiten, um sich selbst zum Sportmachen zu animieren. Aktuell läuft beim Sportclub Hoyerswerda noch der bewegte Adventskalender. Wir haben dort 24 Kalendertüren vorbereitet. Hinter jeder Kalendertür sind 3 Aufgaben. Einmal eine Bewegungsaufgabe für Erwachsene. Zweitens ist dort eine Wissensfrage oder mehrere Wissensfragen mit den jeweiligen Lösungen zu finden auf der Homepage. Und wir haben auch die Kinderkiste mit Aufgaben für die Kleinen, entweder mal zum Basteln oder auch Bewegungsaufgaben. Die Türchen sind, wie gesagt, jeden Tag zu öffnen. Man kann auch noch die Türen von den Tagen davor öffnen. Und dort findet man jede Menge Bewegung und Spaß zum Nachmachen zu Hause. Parallel zu unserem Adventskalender läuft noch eine tolle Aktion, die sich da nennt Wir sammeln gemeinsam Gesundheitskilometer. Wir wollen bis zum Nordpol und auch wieder vielleicht zurück. Gesammelt haben wir jetzt schon 3.300 Kilometer. Diese Aktion läuft noch bis zum 31.12. und ist sicherlich eine super Vorbereitung für den Neujahrslauf, der dann auch auf unserer Homepage zu finden ist.
Die Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen und der Landestourismusverband Sachsen haben nun das Tourismusnetzwerk Sachsen an den Start gebracht. Sie soll der sächsischen Tourismusbranche eine gemeinsame, interaktive Informationsplattform bieten, teilen die Akteure mit. Die Seite ist ab sofort unter sachsen.tourismusnetzwerk.info abrufbar. Die Business-to-Business-Plattform soll für aktuelle Meldungen und Top-News, Koordination von Terminen, Weiterbildungs- und Kooperationsangebote und vieles mehr genutzt werden. Kamenzer werden zu Gipfelstürmern. Die Stadtwerkstatt Bürgerwiese und der Förderverein Hutberg haben für ihr gemeinsames Projekt Familiengipfelstürmerpfad den ersten Platz im Wettbewerb Urlaub vor der Haustür errungen. Ausgelobt wurde er vom Regionalmanagement des Liedergebietes Dresdner Heidebogen. Dotiert ist der Preis mit 5.000 Euro. Das Projekt beinhaltet einen Wanderweg vom Stadtzentrum zum Hutberggipfel. Den Ausgangspunkt soll der bis dahin bienen- und insektenfreundlich gestaltete Bäckerteich im Herrental bilden. Weitere Elemente sind ein Mühlenwanderweg und der Reinhardsberg. Auch für das Hutberg-Areal selbst sehen die Initiatoren eine Aufwertung vor. Diese soll unter anderem durch das Anlegen einer Narzissenwiese und das Aufstellen eines steinernen Tisches erfolgen. In Bischofswerda werden dringend Helfer für die Pflegeeinrichtungen gesucht. Infolge der aktuellen dynamischen Entwicklung ist mit Personalausfällen zu rechnen. Die Ausbreitung des Coronavirus fordert das Personal in Pflegeeinrichtungen in einem besonderen Ausmaß, so das Rathaus. Gesucht werden Helfer, die im hauswirtschaftlichen Bereich dem Personal und den Bewohnern zur Hand gehen, unter anderem bei der Essensausgabe. Der Freiwilligenaufruf bezieht sich auf das Pflegeheim zur Heimat sowie auf das Seniorenwohnhaus am Belmsdorfer Berg. Interessenten werden gebeten, sich an folgende E-Mail-Adressen zu wenden. Für das Pflegeheim zur Heimat: rgburek@diakonie-bautzen.de, für das Seniorenwohnhaus am Belmsdorfer Berg: sascha.bock@olpk.de. Die aktuellen Corona-Zahlen. Im Landkreis Bautzen sind derzeit 3.429 Personen am Coronavirus erkrankt. Das sind 352 mehr als am Vortag. 5 Personen sind verstorben und 59 gelten als genesen. Der Landkreis Görlitz hat seit gestern 249 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktuell Erkrankten liegt hier bei 4.523. Seit gestern gab es 13 Todesfälle, 68 hingegen sind genesen. Im Spree-Neiße-Kreis sind momentan 1.271 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind 52 positiv getestet worden. 11 weitere Personen sind bereits genesen. Seit gestern sind 2 Menschen verstorben. Und der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat seit gestern 64 Neuinfektionen gemeldet. Hier sind aktuell 1.085 Personen am Virus erkrankt. 115 sind genesen. 5 weitere Personen sind verstorben. Gleich folgt unser Adventskalender. Davor machen wir noch eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder. Dranbleiben lohnt sich. Diese Hilflosigkeit, keinen Ausweg zu haben, kenne ich eigentlich nicht. Man ist jung, man denkt irgendwie auch, man sei unsterblich. Und dann kommt die Keule und schießt dich so aus dem Leben raus. Ja. Dass ich auf einer Intensivstation lande, da hätte ich niemals mit gerechnet. Mein Papa war einfach ein guter Mensch, herzensguter Mensch. Der Moment des Aufwachens war einer der glücklichsten Momente meines Lebens. Und wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir das auch. Corona kann einen schweren oder tödlichen Verlauf nehmen. Schützen Sie sich und andere. Einkaufen und Geld zurückbekommen. Ganz einfach mit Ihrer Sparkassencard. www.sparkassen-einkaufswelt.de. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als erstes möchte ich mich bedanken bei unseren vielen treuen
Mietern, natürlich auch den Mietern, die gerade in diesem Jahr bei uns eingezogen sind, für die sehr, sehr angenehmen Gespräche, das angenehme Mitwirken mit unseren Mitarbeitern. Und besonders möchte ich mich natürlich auch bedanken für eine sehr, sehr professionelle Zusammenarbeit mit unseren über 100 Firmen. Und da möchte ich ganz besonders natürlich auch die Zusammenarbeit mit unserem Verwaltungsorgan, den Aufsichtsräten bzw. Stadträten und mit der Stadtverwaltung betonen. Ja, das Jahresende steht kurz vor der Tür. Es geht auf Weihnachten zu und da geht es uns als Wohnungsgesellschaft, natürlich das ganze Team, darum, dass wir heute nochmal Ihnen für das Weihnachtsfest alles Gute wünschen, dass wir uns vielleicht ein Stückchen weiße Weihnacht wünschen und vielleicht liegt das eine oder andere an Überraschung unter dem Weihnachtsbaum. Ich wünsche Ihnen auch für das kommende Jahr 2021 alles Gute, vor allem Gesundheit und es grüßt Sie ganz herzlich Steffen Markgraf. Ihr zweites Essen wurde bereits bezahlt. Schauen Sie mal an der Bar. Schlemmen, Freizeit, Wellness und viele weitere 2:1 Angebote aus Ihrer Region mit dem Schlemmerblock. Jetzt 18 Euro Sofortrabatt sichern unter gutscheinbuch.de/tv. Das ideale Geschenk. Schöne Weihnachten im leuchtenden und warmen Zuhause. Mit unvergesslichen Momenten. Mit gemeinsamer Zeit für Spaß, Erholung und Entspannung. Mit der Sicherheit, gut anzukommen. Und stabiler Verbindung zu deinen Lieblingsmenschen. Wünscht deine SWH-Gruppe in Hoyerswerda. Versorgen, bewegen, begeistern. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Jetzt öffnen wir schon das 17. Türchen in unserem Adventskalender. Heute gibt es einen musikalischen Beitrag von Annie Jane Campbell. Es ist für uns eine Zeit angekommen. Folgen die Wetteraussichten der kommenden Tage und ein regionales Ereignis im Kalenderblatt. Zuvor haben wir die aktuellen Polizeimeldungen für Sie zusammengestellt. Ein Taxi hat am Dienstag 4 Gauner im Polizeirevier Bautzen abgeliefert. Sie hatten zuvor mehrere Straftaten begangen. Zunächst ließen sich die Männer im Alter von 25 bis 45 Jahren von dem Taxi zum Rathaus in Königswartha fahren. Einer bedrohte dort einen Mitarbeiter, der die Polizei rufen musste. Mit dem Taxi ging es danach zur Kirche in Rosenthal. Nach kurzem Aufenthalt im Gotteshaus führte die Tour weiter nach Bautzen. Dort wollten die Fahrgäste nicht bezahlen, sodass der Chauffeur mit dem Quartett zum Polizeirevier fuhr und Anzeige erstattete. Bei einer Kontrolle wurden bei den Männern sakrale Gegenstände aus der Rosenthaler Kirche gefunden. Der Wert beträgt rund 1.000 Euro. Am frühen Samstagabend hat ein unbekannter Pkw aus Oberlichtenau kommend am Ortseingang Friedersdorf einen Unfall verursacht und sich unerlaubt entfernt. Der Unbekannte fuhr in der Rechtskurve offenbar zu weit links und streifte den Mitsubishi einer Frau. An ihrem Auto entstand Schaden von etwa 350 Euro. Bei dem unbekannten Pkw könnte es sich um einen grauen Seat handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Kamenz unter der Rufnummer 3520 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.
In der Nacht zu Dienstag ist ein unbekannter Fahrzeugführer nach einem Parkplatzunfall an der Schillstraße in Kamenz geflohen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde die Fahrzeugfront eines weißen VW Golf ramponiert. Der Schaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nehmen auch hier die Polizei in Kamenz unter der Rufnummer 3520 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Einbrecher haben in der Nacht zu Dienstag eine Baustelle an der Görlitzer Straße in Zittau geplündert. Die Diebe hatten zuvor das Sanierungsobjekt aufgebrochen. Sie nahmen Werkzeug im Wert von weit über 2.000 Euro mit. Darunter befanden sich Akkuschrauber, Winkelschleifer, eine Bohrmaschine und ein Betonrührgerät. Die Kripo ermittelt. Der Anhänger eines Mercedes hat sich Dienstagmittag auf der Neudorfer Straße in Kaschel selbstständig gemacht. Er war beim Ankuppeln offenbar nicht richtig eingerastet und löste sich während der Fahrt. Er landete in einem Bushäuschen. Der Schaden hier beträgt etwa 1.500 Euro. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nachweislich 1845 wurde in Dorwalde die heutige Holländermühle eingeweiht. Es war nicht die erste im Dorf. Bereits 1609 wurde im Steuerregister des Amtes Senftenberg eine Bockwindmühle benannt. Allerdings durch Brände wurden diese immer wieder stark in Mitleidenschaft gezogen. Das betraf übrigens auch die neue. 1902 wurde durch ein Feuer die komplette Technik zerstört. 6 Jahre später ist es ein Sturm, der große Schäden anrichtet. Mit der technischen Revolution wurden erst eine Dampfmaschine, ab 1923 elektrischer Strom zum Antrieb genutzt. Bis 1959 war die Mühle in Betrieb. Später wurde das Grundstück von der LPG genutzt, die jedoch 1988 den Komplex leerzog. Ein Kaufmann aus Oberfranken erwarb 1996 das mittlerweile ziemlich verwahrloste Anwesen und sanierte es Stück für Stück. Die Dörrwalder Mühle ist heute wieder ein Wahrzeichen des Ortes mit Gastronomie und Pensionszimmern. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nachts Auflockerungen und dazu Tiefstwerte bis 2 Grad. Am Freitag nach örtlichem Nebel ziemlich sonnig und trocken, die Tageshöchstwerte können wieder auf 8 Grad klettern. Nach Nebelfeldern oft sonnig wird es am Samstag sein, es bleibt trocken bei noch einmal 8 Grad maximal. Auch der Sonntag zeigt sich heiter bis wolkig und trocken, es bleibt mit Höchstwerten um 7 Grad weiter sehr mild. Das war sie schon, unsere Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Alle Nachrichten gibt es wie immer zum Nachlesen auf der Homepage lausitzwelle.de. Das gesamte Team wünscht Ihnen einen entspannten Abend. Wir sind dann ab morgen 18 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie es gut.